Hallo allerliebste Zuschauer, das heutige Thema von Weitwinkel ist Schrift und Schreiben. Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und uns auch angeschaut, welche modernen Hilfsmittel es gibt, damit Leute lesen und schreiben können. Den Anfang macht unsere Animation, in der der kleine Hadrian die Welt der Blindenschrift entdeckt. Hadrian ist nicht nur 11 und redet unglaublich viel, nein, er ist auch äußerst einfältig, was seinen Vater Bernd manchmal gewaltig nervt, wenn er zum Beispiel wie heute einfach nur im Café chillen und seinen Latte Macchiato genießen will. Und da geschieht es. Hey, der Mann da hat ein Buch, in dem gar nichts drinsteht. Aber der blinde Herr am Nebentisch lächelt nur freundlich und erklärt Hadrian, dass dieses Buch in Brei geschrieben ist. Tja, Hadrian, jetzt denkst du bestimmt gleich an Haferbrei oder Grießbrei. Aber Brei ist eine Blindenschrift, die auf den Franzosen Louis Braille zurückgeht, der sie im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Aber fangen wir doch besser mal von vorn an. Wieso gibt es überhaupt Schrift und wer hat sie erfunden? Der Nutzen von Schrift leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich die einzige Alternative vorstellt, um komplexe Informationen auszutauschen, nämlich mündliche Überlieferung. Bevor die Menschen anfingen, abstrakte Zeichen und Bilder zu benutzen, wanderte jede Information von Mund zu Ohr. Natürlich wird so auf die Dauer noch die letzte Information ziemlich stark verfälscht. Und so erscheint es nur logisch, dass die Menschen schon früh anfingen, wichtige Informationen zu verbildlichen oder zu verschriftlichen. Die ältesten bekannten Schriftzeichen stammen von der Hochkultur der Sumerer und sind bereits über 5000 Jahre alt. Und auch andere antike Hochkulturen hatten bereits ihre eigenen Schriften. Andere Kulturen und Stämme wurden nach und nach davon beeinflusst oder entwickelten davon unabhängig eigene Schriftsysteme. Die Schriften verbreiteten sich durch den Aufstieg und Fall von Reichen und Nationen und setzten sich gegen andere Schriften durch, und so kommen heutzutage nur noch ganz vereinzelte Kulturen und Stämme weltweit vollständig ohne Schrift aus. Und hier kommt auch wieder Louis Braille ins Spiel. Der war im Jahr 1812 im Alter von 3 Jahren erblindet. Da er aber trotzdem unglaublich neugierig war und eigenständig lernen wollte, tüftelte er schon früh an Möglichkeiten herum, Schrift für Blinde irgendwie zugänglich zu machen. Mit 11 Jahren begann er, eine vom französischen Militär verwendete Codeschrift zu modifizieren. Diese sogenannte Nachtschrift verwendete in Papier eingeprägte Punkte, durch die die Soldaten ihre Befehle tastend entziffern konnten, ohne nachts Licht entzünden und so ihre Position im Feld preisgeben zu müssen. Braille vereinfachte die Nachtschrift zu seiner noch heute geläufigen Blindenschrift, und die funktioniert so. Ausgegangen wird für jedes einzelne Zeichen von einem Raster aus 2x3 Punkten. Je nachdem, an welcher Position des Rasters Punkte ins Papier geprägt sind, stellt das Raster zum Beispiel ein A, ein N oder auch ein Komma dar. Und so entstehen ganze Sätze, Texte und Bücher. Um den Aufwand für den Lesenden möglichst gering zu halten, hat Braille aber noch nicht einmal alle 64 möglichen Zeichen ausgenutzt, die das Raster bieten würde. Die Ziffern 1 bis 9 sowie die 0 haben dieselben Werte wie die Buchstaben A bis J. Wenn in einem Text eine Zahl folgt, wird der Leser durch ein Extrazeichen darauf aufmerksam gemacht. So muss man sich insgesamt weniger verschiedene Zeichen merken und kann flüssiger lesen. Was? Mit 11 hat der Haferbrei schon angefangen? So alt bin ich doch auch! Jetzt will Hadrian unbedingt mal testen, wie sich Breischrift anfühlt. Gar nicht mal so einfach, da überhaupt irgendwas ertasten zu können, was, Hadrian? Tja, auch Blindenschrift will halt erstmal gelernt sein. Bernd ist froh, wieder ist sein Sohn ein Stückchen weniger einfältig geworden. Und in der Zeit hat er auch locker seinen Latte Macchiato austrinken können. Doch nicht alle Blinden beherrschen die Brailleschrift. Wir haben einen Mann besucht, der im Laufe seines Lebens sein Augenlicht verloren hat und nie die Brailleschrift gelernt hat. Doch mit technischen Hilfsmitteln hat er bereits mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch seine eigene Biografie. Ich wurde also 1957 mit einem angeborenen grünen Star, fachlich auch Glaukom genannt, geboren. Das ist also aufgefallen, ungefähr so, als ich 4, 5 Monate alt war. Und dann wurde ich an beiden Augen operiert. Aber die nächsten Operationen, die dann kamen, da war ich Mitte 20, war also mittlerweile verheiratet, unsere Tochter war schon geboren. Letztendlich ist es so weit gewesen, dass ich bis 1997 12 Augenoperationen hinter mir hatte. Bis 1997 ist dann zum Schluss also das Sehen komplett ausgefallen. Aber das war auch schon ziemlich der Zeitpunkt, wo ich auch in die Blindenhörbücherei gegangen bin, um mir überhaupt auf dem Weg noch Literatur zugänglich zu machen. Ich hatte mich sowieso gerade dafür interessiert, mit der Computerarbeit anzufangen. Ist eine gute Übung, schreib's da einfach mal.
Und ich habe gesagt, wenn ich eben halt mal anderen erklären will, dass man daran nicht verzweifeln muss, so wenn das ein Mensch, der nicht krank ist oder keine Behinderung hat, überhaupt nachvollziehen wird, welche Strategien man entwickelt, um damit überleben zu können oder damit noch ein erfülltes Leben zu haben, dann muss ich ganz von vorne anfangen. Als Blinder arbeite ich mit einem sogenannten Screenreader-Programm. Screenreader bedeutet also Bildschirmleser. Das, was der Sehende zum Beispiel im Monitor sieht, da wo eben Text entsteht, kann dieses Programm das in Sprache umwandeln. Normal, hallo. Zusammen. Die Tastatur ist eine ganz normale, handelsübliche Tastatur. Es ist nur so, dass bei dem Sprachprogramm eben halt zum Beispiel der Nummernblock für andere Informationen eben halt ausgerichtet ist. Also eine Autobiografie, also Manuskript entwickelt, und daraus entstand eben halt dieses erste Buch, so im Testprogramm des Schicksals. Ja, und dann habe ich also während des Schreibens richtig die Liebe zum Schreiben gefunden. Also bei der Autobiografie ist es natürlich so, da habe ich dann einmal sehr ausführlich über diese Erblindung und den Weg geschrieben und eben die Möglichkeiten, die es zu diesem Thema gibt. Mir war es dann eigentlich ganz wichtig, mal für die Gesellschaft irgendwo so einen Blick in die Allgemeinbehinderung zu geben. Und bin dann auf die Idee gekommen, einen Gesellschaftsroman zu schreiben. Und dann habe ich in diesem Roman eine Sehbehinderte und einen Sehbehinderten noch mit reingepackt. Die habe ich dann zusammengeführt, und aber immer eben so, dass teilweise ist es humorvoll, teilweise ist es eben fachlich schon sehr weitgreifend. Und ich denke mal, dass es ein Buch ist, wo die Gesellschaft mal tiefere Einblicke kriegt. Schrift ist eine Art der Kommunikation und somit auch zur Dokumentation. Noch heute werden im Bundestag und in den Landtagen Stenografen eingesetzt, um die Inhalte der Reden und der Sitzungen zu protokollieren. Es ist eine Kunst, genauso schnell wie das gesprochene Wort mitzuschreiben. Und um die Stenografie zu verstehen, haben wir uns mit einer Frau aus Beckum getroffen, deren Leidenschaft und beruflicher Alltag die Stenografie ist. Zeichen, die wie Hieroglyphen aussehen, und eine Schrift, die heute nur noch dem Namen nach bekannt ist. Stenografie ist den meisten Leuten so unbekannt wie der Oma das Smartphone. Doch trotz aller Digitalisierung ist die Stenografie eine immer noch benutzte Schrift. Frau Hilla Michel-Kemper ist Fachlehrerin für Stenografie und gibt uns Einblicke in die Effizienz und heutige Aktualität der Stenografie. Also das, was wir alle kennen, das ist die Langschrift. Und dann gibt es eben eine Schrift, man nennt sie Kurzschrift oder Stenografie. Und Kurzschrift ist nichts anderes als kurze Langschrift und eliminiert alles das, was wir in der Langschrift nicht brauchen. Und das, was Stenografie aber überhaupt erst ausmacht, sind sogenannte Kürzel. Das sind Zeichen für einzelne Wörter. Die Stenografie entspringt einer 2000 Jahre alten Tradition und ist bis ins Altertum zurückzuführen. Die heutige Stenografie wurde 1924 verabschiedet und in den folgenden Jahrzehnten immer wieder reformiert. Vor allem als Diktatschrift ist die Stenografie bekannt geworden und hat einen großen Nutzfaktor für diejenigen, die sie beherrschen. Also der Stenografie kann, wird die Stenografie tatsächlich zum Notieren, Konzipieren und auch zum Protokollieren benutzen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie die Stenografie beruflich eingesetzt wird, hat sie heute mehr denn je Gültigkeit in unseren Landtagen und im Bundestag. Dort werden alle Debatten protokollarisch in Stenografie aufgenommen als Wortprotokoll und stehen ungefähr 6 bis 8 Stunden nach gehaltener Rede Ihnen dann zur Verfügung. In der Stenografie unterscheidet man zwischen 3 Arten der Verkürzung, die Frau Michel-Kemper unserem Team einmal gezeigt hat.
Ich würde Ihnen ganz gerne ein Beispiel geben in grafischer Hinsicht. Und zwar einmal das, was wir alle gelernt haben. Wenn ich schreibe, ich stehe auf dem Standpunkt, dann merken Sie schon, dass ich in der Langschrift einiges an Zeit benötige. Wenn ich dann die Kurzschrift erlerne, erlerne ich zunächst einmal die Verkehrsschrift. Und in der Verkehrsschrift lernen wir einzelne Buchstaben kennen, wir lernen Zeichen für Silben kennen und wir lernen Zeichen für sogenannte Kürzel kennen. Und da schreibe ich Ihnen doch jetzt einfach den Satz einfach mal in Verkehrsschrift auf. Und zwar heißt es, ich stehe auf dem Standpunkt. Das wäre jetzt der Satz in Verkehrsschrift. Der zweite Kürzungsgrad wäre die Eilschrift. Das heißt, wenn ich mir relativ sicher in der Verkehrsschrift bin, kann ich das Ganze noch einmal verkürzen und dann käme folgender Zeichenbestand heraus. Ich stehe auf dem Standpunkt. So sehe der Satz in Verkehrsschrift aus. Eilschrift aus. Und diese Eilschrift, wenn ich sie dann sicher beherrsche, kann ich noch einmal verkürzen, um noch effektiver mitschreiben zu können, wenn etwas gesprochen wird. Und hier reden wir jetzt von der Redeschrift. Und dann sieht dieser Satz aus, ich stehe auf dem Standpunkt. Und das ist dann mein ganzer Satz. Und jetzt können Sie alleine schon aus der optischen Sicht entnehmen, dass hier ein gravierender Unterschied besteht zwischen der Langschrift und der Kurzschrift. Und Sie merken, da kann man eine ganze Menge machen und auf jeden Fall dem gesprochenen Wort folgen. Kompliziert und anstrengend zu lernen, das denken die meisten Leute über die Stenografie. Doch welchen Nutzen habe ich persönlich von der Stenografie? Die Stenografie hat nicht nur einen Nutzwert, sondern sie hat auch einen Bildungswert. Der Bildungswert ist, möchte ich fast sagen, für die Persönlichkeit eines Menschen noch sehr viel größer als der Nutzwert. Sie, wenn Sie die Stenografie erlernen, schärfen Sie Ihre Aufmerksamkeit. Sie verbessern Ihre Konzentration. Sie haben einen anderen Blick für ein Formempfinden. Sie bekommen ein innigeres Verhältnis zur Sprache. Sie setzen sich mit der Grammatik ihrer Muttersprache ganz anders auseinander, als sie es wahrscheinlich in einem Deutschunterricht, sprich wenn sie Langschrift erlernen, machen würden. Die Stenografie umfasst so viel, dass es, den Nutzwert, dass der Bildungswert fast größer ist als der Nutzwert. Ja. Mein persönlich größtes Problem beim Schreiben ist, dass einige Leute meine Handschrift nicht entziffern können. Meine alte Deutschlehrerin sagte immer, Pascal, wenn man deine Handschrift liest, würde man denken, man würde mit einem Fünfjährigen sprechen. Also hat sie versucht, von meiner Handschrift auf meinen Charakter zu schließen. Und diese Art der Analyse nennt man Graphologie. In der Graphologie geht es also darum, von der Handschrift eines Menschen auf seinen Charakter zu schließen. Und wie das beruflich aussieht, das zeigt euch der folgende Beitrag. Also ich habe jetzt eine Handschrift bekommen mit dem Wunsch, über die Persönlichkeit etwas zu sagen. Und dann schaue ich mir zum ersten die Handschrift an. Sie ist auf einem DIN A4-Blatt, nimmt aber nur den oberen Teil ein. Ich schreibe mir erstmal auf, welchen Eindruck macht die Schrift. Die Schrift wirkt auf mich etwas statisch, sie wirkt auf mich rund, sie wirkt auf mich bemüht und nicht sehr locker. Und da kann ich bis ganz viele Eindruckscharaktere notieren. Rosemarie Gosemerker ist Graphologin. Sie hat bei einem Mentor in Wien und bei einem Professor in Bielefeld gelernt. Ihr Gebiet sind Betriebsgutachten und Persönlichkeitsbeurteilungen. Die Graphologie ist eine Hilfswissenschaft der Psychologie. Sie versucht mit Erfolg aus der Handschrift eines Menschen auf die Persönlichkeit des Schreibers zu schließen. Bis in die 50er Jahre wurde die Schriftpsychologie
an Universitäten gelehrt und gehörte in das Studium der Psychologie. Man lernt sie, indem man Psychologie studiert oder zumindest sehr gut ausgebildet wird und kann dann an Instituten oder von guten Mentoren die praktische Anwendung lernen. Um eine Schrift zu analysieren, braucht man bestimmte Utensilien. Winkelmesser, Lineal, Stechzirkel, Lupe, Mikroskop und das, was man gelernt hat. Was wir wissen sollen, ist das Geschlecht, also Mann oder Frau, und auch das Alter und so ungefähr den Beruf, Bildungsweg. Also Sie können sich vorstellen, dass einer, der hart mit seinen Händen arbeiten muss, eine andere Schrift hat als jemand, der immer nur am Schreibtisch sitzt. Und wir würden ihm Unrecht tun, wenn wir aus diesen Vergröberungen der Schrift dann auf seinen Charakter schließen würden. Etwas ist aber wichtig, wir dürfen keine Gutachten machen, wenn der Schreiber nicht weiß, dass das gemacht wird. Wir dürfen nicht hinterm Rücken die Schwiegermutter unterrichten, was der mögliche Partner ihrer Tochter für einer ist. Wir haben hier noch ein besonderes Merkmal, der Spannungsgrad. Das heißt, wie locker bis verkrampft ist der Mensch. Das kann man dann in 6 Gruppen in dieser Schrift, würde ich sagen. Das ist 4, also etwas mehr als gehalten, schon etwas mehr in Richtung gespannt. Dann gucke ich mir den Ablauf der Schrift an. Ist sie starr, getaktet? Ist der Ablauf gut, schlaff, zerrissen oder gestört? In dieser Schrift würde ich sagen, der ist eher getaktet. Dann schaue ich mir die Formen an. Unterscheiden die sich oder ist eine wie die andere aus einem Setzkasten? Dann schaue ich mir den Raum an und bei dieser Schrift würde ich sagen, warum? Wie weiß doch, dass sie ein DIN A4-Blatt hat? Warum schreibt sie das nicht voll in Gottes Namen? Aber, und dann schaue ich hier, sie schreibt mit viel Druck. Das heißt, sie weiß, was sie will, dass sie es will, dass sie es jetzt will. Und mit Nachdruck will. Neben der Untersuchung der Schrift liefert auch die Unterschrift Informationen über die Schreibenden. Die Unterschrift ist auch ein eigenes Gebiet. Das heißt, die Menschen benutzen die Unterschrift als Visitenkarte und stellen sich so dar, wie sie meinen, dass sie gesehen werden möchten. Und oft sieht die Textschrift dann ganz anders aus. Je besser die Übereinstimmung ist zwischen der Textschrift und der Unterschrift, desto identischer ist der Mensch auch mit sich selbst, desto echter ist die ganze Angelegenheit. Und dann schaue ich mir eben an, wie der Raum aufgegliedert ist, wie einheitlich die Schrift ist oder wie unterschiedlich diese wäre. Also einheitlich, die Eigenart würde ich doch eher noch konventionell sagen. Und dann kommen die einzelnen Merkmale. Ist die Schrift langsam oder eilig? Und in welcher Abstufung? Ist sie unverbunden, verbunden, klein, groß und? Und dann kann ich hier eine Linie ziehen, wo ich die Hauptmerkmale habe. Und dann kann ich sehen, ob sie mehr auf der Seite der Menschen sind, die locker und gelöst im Leben agieren, oder auf der Seite, die gehalten, gebremst und so weiter sind. Ja, das ist der Umgang und dann notiere ich mir die, hier sind so ein paar Auswertungsvorschläge, aber ich muss mir dann noch sehr viel mehr notieren und dann mache ich das Gutachten. Ein Gutachten dauert 6 bis 8 Stunden und umfasst 2 bis 6 Seiten. Da stellt sich die Frage, ob wirklich alle Persönlichkeitszüge herausgefunden werden können. Nein, es gibt keinen gläsernen Menschen. Das ist ganz klar nein. Also man kann gewisse Eigenschaften sicher feststellen, aber man kann auch nur feststellen, der hat die jetzt. Aber wie das in 5 Jahren ist, das können wir nicht sagen. So wie sie sich ändern, ändert sich auch ihre Schrift. Die landläufige Meinung ist natürlich gespalten, das wissen Sie ja, weil die Unterlagen der wissenschaftlichen Beweisführung ja nicht allgemein zugänglich sind. Es wird immer wieder hinterfragt, es kommt natürlich auch, das ist wie Kaffeesatz lesen, dann kann ich auch meine Horoskope in der Zeitung lesen und all so ein Quatsch. Man sollte nichts sagen über Dinge, mit denen man sich nicht beschäftigt hat. Wir haben jetzt schon ganz viel über Schrift gesprochen, aber ich habe euch auch mal ein paar Schriftbeispiele mitgebracht. Das hier zum Beispiel ist Comic Sans
Und Comic Sans ist eine sehr verpönte Schriftart, da sie im nicht professionellen Bereich inflationär benutzt wird. Das nächste Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, ist Times New Roman. Sie wurde von Stanley Morris 1931 entwickelt und zeichnet sich vor allem durch ihre Serifen aus. Und die letzte Schrift, die ich euch mitgebracht habe, ist Calibri. Die gibt es erst seit 2007 im Word-Stamm. War damals eigentlich gedacht vom Erfinder Thomas de Groot für einen Pitch für den neuen Auftritt des ZDFs, aber ist dann doch bei Windows gelandet. Daran sieht man, Design ist etwas, das auch in der Schrift ein ganz, ganz großes Thema ist. Und das nennt man Typografie. Und in dem folgenden Interview zeigen wir euch, wie Typografie funktioniert. Hi, ich bin Jakob und für unser heutiges Interview ist das Thema Typografie. Und da habe ich mir einen ganz speziellen Experten gesucht. Den kann ich allerdings leider nicht direkt vor mir sehen. Der sitzt nämlich in Braunschweig. Die älter Eingesessenen unter euch werden ihn noch kennen. Das ist Jörg Koniszewski, der lange Zeit bei uns im Betrieb mitgearbeitet hat und auch sehr viele Designs für uns erstellt hat. Ja, Jörg, danke, dass du bereit bist, heute zu dem Thema was zu sagen. Warum bist du denn qualifiziert, was dazu zu sagen? Ich bin studierter Grafikdesigner oder Kommunikationsdesigner, genauer gesagt. Das heißt, Schrift und Typografie ist ein Teil meiner Arbeit, also oder ein wichtiger Teil sogar, einer der wichtigsten. Wenn du vielleicht einfach mal kurz sagen kannst, was Typografie ist insgesamt, was macht Typografie als Arbeitsfeld aus? Also Handschrift ist das, was wir selber schreiben, und Typografie ist das, was entstanden ist, nachdem Menschen angefangen haben, einzelne Buchstaben, also in beweglichen Lettern, Buchdruck zu betreiben. Das heißt, die Gestaltung dieser Schriften ist im Grunde genommen die Typografie. Also Typografie kommt jetzt nicht von Tippen, sondern von der Type. Die Type, das sind die einzelnen, diese kleinen bleiernen Buchstaben, die dann der Setzer gelegt hat. Was spielt denn jetzt heutzutage Schrift für eine Rolle im Arbeitsfeld Design? Also du hast schon gerade gesagt, das ist halt eine der wichtigen Disziplinen. Warum ist es so wichtig? Es gibt im Grunde genommen drei Elemente: Bild, Grafik und Schrift. Mhm. Und Schrift ist halt wirklich der stärkste Inhaltsträger. Also wenn man Inhalt versucht zu kommunizieren, ist halt in unserer Gesellschaft Schrift immer noch das einfachste und stärkste Mittel und wird deswegen sehr viel verwendet. Und Schrift ist gleichzeitig halt auch ein bisschen komplexer als viele Sachen. Ein Bild wirkt recht unmittelbar. Schrift wirkt immer erst über den Umweg des Lesens und des Verstehens. Mhm. Das ist ja das Tolle an Gestaltung. Es gibt verschiedenste Schrauben, an denen man drehen kann, um die Wirkung zu erzielen, die man möchte. Mhm. Das muss natürlich gekonnt sein und das muss natürlich auch irgendwie passen. Aber das ist das Handwerk, das da gelernt werden kann und auch gelernt werden muss. Würdest du denn sagen, es gibt sowas wie gute und schlechte Schriften? Also ziehst du manche Schriften anderen vor in ihrer Verwendung, oder was disqualifiziert eine Schrift für dich? Also grundsätzlich in gute und schlechte Schriften kann man eigentlich nicht einteilen. Das ist ein Irrtum, den auch viele Designer unterliegen, meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, dass bestimmte Schriften ein No-Go sind. Es ist nicht die Schrift, die das Problem ist, sondern dass sie passt in der Verwendung, die man hat. Als Designer würde ich halt immer gucken, dass ich bestimmte Aspekte raussuche, die Schrift hat und die auch auf das Ziel, was ich habe, anzuwenden sind. Also will ich mich herausheben mit der Schrift, dann brauche ich eine Schrift, die es anderswo vielleicht nicht so gibt oder die vielleicht gewissermaßen einmalig ist. Mhm. Will ich sachlich was kommunizieren, dann muss es eine deutliche Schrift sein, die gut lesbar ist und solche Dinge. Oder will ich halt ein Gefühl oder eine Atmosphäre verbreiten oder ja. Dann brauche ich halt eine Schrift, die dieses unterstützt. Wobei die Schrift natürlich nie alles kann, ja. Weil es ist ja nur ein Element von einem Design. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir doch gerade zu ein paar Beispielen. Ich würde anfangen mit einem Klassiker. Du kannst es lesen, ne? Arial. Ja, Arial ist ja eine sehr sachliche Schrift. Mhm. Arial ist halt einfach, man könnte sagen, austauschbar. Also es ist bei Designern deswegen ja nicht so beliebt, also weil jeder benutzt es. Es ist halt auch, wenn man Arial jetzt bei Word, wenn man eine Schriftart sucht, ist Arial gleich die erste oben. Mhm. Das heißt, sie wird auch von den meisten Leuten genommen. Und das zeigt halt ein bisschen von, ja,
nicht wenig Fantasie und vielleicht auch nicht viel Mühe, die man sich gegeben hat beim Auswählen der Schrift. Times New Roman, noch ein anderer Klassiker. Ja, okay. Times New Roman ist echt eine gut ausbalancierte Schrift, weil sie wird halt wirklich sehr viel benutzt. Sie wird von Zeitungen benutzt, von Hausarbeiten und sowas und ist dann natürlich auch nicht sonderlich originell. Aber sie ist sachlich und sie ist gut für Fließtext, das heißt, Serifenschriften wie die Times New Roman kann man sehr gut in gedrucktem Fließtext lesen, also in Zeitungen, Magazinen und so. Futura, ja, genau. Ich mag Futura. Du Futura magst Futura, ist, Punkt. Das ist so eine der klassischen Schriften, die kommt aus den 20ern, ist das, von einem Deutschen entwickelt. Und sie ist halt sehr geometrisch und sehr schlicht, ist dadurch gut verwendbar in überwiegend Überschriften. Hat halt immer noch ein zeitgemäßes, modernes Äußeres. Durch die geometrische Form wirkt es sehr schön, aber in einem großen Fließtext funktioniert das nicht. Da hat man keine Möglichkeiten, sich zu orientieren. Yeah! Yay, Comic Sans! Was will man zu Comic Sans sagen? Also Comic Sans grundsätzlich ist jetzt keine so schlechte Schrift. Also es ist nicht so schlecht wie ihr Ruf. Comic Sans ist ein bisschen unausgewogen, so vom Schnitt her. Aber, genau, jetzt kommt nämlich die Sache, mit denen das Schriften immer dem Zweck entsprechen sollten. Sie ist zu unruhig für Fließtext, für alles, was irgendwie seriös oder sachlich sein soll, ist sie einfach zu spielerisch. Und für irgendwas, was zu Zierde machen soll, ist sie halt einfach zu Tode geritten, würde ich mal sagen. Also, es gibt Beispiele, wo teilweise Grabsteine damit bedruckt wurden und das geht ganz zusammen. Und ja, also ich habe es noch häufig in Speisekarten gesehen, wo ich dann sage, es hat nichts mit Essen zu tun, es hat nichts mit einem italienischen Restaurant zu tun. Warum benutzen die Herren Comic Sans? Es zeugt halt davon, dass sich jemand keine Gedanken gemacht hat, wie die Schrift wirkt. Gut, Jörg, mit den Beispielen wollte ich jetzt eigentlich auch mehr oder weniger schließen, denn du hast uns ja jetzt einiges erzählen können zu Typen, Schrifttypen, wie sie eben entstanden sind. Und deine persönlichen Präferenzen, glaube ich, sind jetzt zuletzt auch einigermaßen durchgekommen. Und deswegen schließe ich jetzt und bedanke mich sehr herzlich bei Jörg. Schön, dass du mal wieder und sei es nur durch ein Kameraauge bei uns reingeschaut hast. Und bis bald. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich diese Sendung moderiert habe, weiß ich wirklich viel mehr über Schrift und Schreiben. Mir hat es gefallen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Natürlich hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Das war's mal wieder mit Weitwinkel. Tschüss und bis zum nächsten Mal.